Hallo und zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Heute machen wir weiter mit der Quest, wo sie einst lebte. Wir müssen jetzt in den Zug steigen. Und ich glaube, es geht nach Graelia oder irgendwie so heißt es. Ich habe die Rede von Prinzessin Luna Freya im Radio gehört. An dem Veranstaltungsort sollte eigentlich die Hochzeit stattfinden. Was sie wohl in diesen Momenten gefühlt hat. Ich glaube, sie ist noch nicht tot. Ich glaube, sie lebt noch. Immer positiv denken. So, dann ab zu unseren Zugführern. Wir sind dabei, die beschädigten Waggons auszutauschen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr weiterfahren wollt, okay? Wenn ihr euch ausruhen wollt, nehmt den Speisewagen. Okay. Können wir hier rein? Ne. Speisewagen? Wo ist der Speisewagen? Ah, hier, oder? Okay, hier kann man nur futtern. Willkommen! Was darf sein? Für jeden was dabei. Dann haben wir uns noch 500 Gil. LP Maximum 500, da haben wir uns rein. Momentchen. Okay. Man sieht sich. Okay, wir sagen jetzt aber weiter. Wo kann ich denn hier einsteigen? Bereit zur Weiterfahrt? Dann hüpft an Bord. Keine Sorge, um die Flüchtlinge und Passagiere kümmern wir uns schon. Graelia ist die Hölle, also gebt auf euch Acht. Danke. Ebenfalls. Also, man sieht sich. Es schneit. Komm in die Puschennacht. Ja. Ob die Shiva wirklich tot ist, das bezweifle ich. Grovas Schlucht. Klirrende Kälte herrscht an diesem Ort. Der letzten Ruhestätte der Eisgöttin Shiva, doch dank der Hilfe von Bix und Wedge setzt der Zug seine Fahrt zum imperialen Hauptstadt Graelia unbeirrt fort. Dann auf in Grovas Schlucht. Takao, sehr geehrte Fahrgäste. Wir hoffen, Sie genießen den Rest der Fahrt bis zu unserer Endstation in Graelia. Wir melden uns, wenn es was gibt. Draußen schneit es. Hier drin ist es auch kalt, was? Muss am Grab der Eisgöttin liegen. Tot nützt sie uns herzlich wenig. Hauptsache, wir kommen heil dran vorbei. Und heil aus der Höhle des Löwen. Ich denke mal, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Bis zur Ankunft kann Noctis sich frei im Zug bewegen. Okay, schauen wir doch mal, was wir machen können. Im Zug umsehen. Okay.
draußen sieht man gar nichts. Stockfinster hier. Hier war doch gerade was, oder? Zum Interagieren? Ah, hier. Ah, da. Zerfällt das Imperium, nachdem seine Truppen in Antissia beim Kampf gegen Leviathan herbe Verluste einstecken mussten, wurde Oberkommandant Ravus Nox Fleuret zum Tode verurteilt. Die Ernennung eines Nachfolgers steht aus. Weiterhin sind aus dem Haulhex-Labor massenweise Magitek-Infanteristen entkommen, die nun die Bevölkerung angreifen. Sollte dies eine Strafe der Götter sein? War es töricht, dass wir uns gegen sie auflehnten? Ich glaube nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, dann rennen wir wieder zurück. Schauen, bis wir irgendwas triggern können. Okay, jetzt sieht man schon ein bisschen was. Aber auch nicht viel. Ich glaube, dass es schon langsam wieder heller wird. So, da ist Gladius und Ignis. Schauen wir nochmal nach hinten weiter durch. Chromstück. Ein Chromstück. Megaphönix. Okay, wir finden auf jeden Fall haufenweise Zeug jetzt. Oh, verrostetes Metallstück. Das glaube ich brauchen wir doch, um die Motoklinge abzugraden. Ja, was gibt's? Okay, verstanden. Geschlossen, wo Frost und Schatten herrschen. Oh, jetzt wird's kalt. Jetzt wird's ganz, ganz kalt. Und ich glaube, Shiva kommt jetzt vielleicht. Die Eisgöttin. Wir stehen ja schon wieder. Sorry, Jungs. Oh. Bankgläser eingefroren. Sind stehen geblieben. Keine Ahnung warum. Was auf den Schienen? Wir sehen uns das an. In Ordnung. Hoffentlich ist's mit Schneeschippen getan. Hoffentlich. Also wenn ein Zug anhält, dann muss man schon viel Schnee schippen, glaube ich. Das wäre natürlich nicht so geil. Oh, es ist sehr, sehr kalt. Ist das kalt? Am besten in Bewegung bleiben. Lebt Shiva vielleicht noch? Ich glaube, ich kann sie sehen. Was ein Jammer. Ist doch tot. Mann, ist das kalt. Frag mich mal. Beenden wir es schnell. Ja. Halt's ihn ein. Ja, ich habe natürlich genau den falschen Zauber. Ja, ich werde mal was anderes ausrüsten. Kann nur Eis. Okay, dann muss ich schnell mal. Feuer ausrüsten.
wir uns wirklich brauchen. Ist der vergiftet oder was? Komm, wir gehen jetzt nochmal weiter. Machen wir uns aber erst nochmal voll. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen erst die Viecher hier legen. Komm, Baby. Königswaffen. Kann.
da los? Irgendwie sah da gar nichts mehr aus. Ist jetzt endlich down. Feinden aus dem Weg. Mein Gott. What the fuck? Hey, Nord! Was ist? Irgendwas stimmt nicht im Zug. Beeil dich! Weiter. Bin unterwegs. Ja. Warte gefälligst! Dreckiger Mistkerl! Okay, Leute, und wie es dann mit dem Zug weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wenn es denn so war, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und schaltet natürlich wieder zur nächsten Folge ein. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, bis denn, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.